Mein Name ist Benedikt Seiler. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Musikdesign im 6. Semester. Neben meinem Studium produziere ich hauptsächlich Musik für Bands, schwerpunktmäßig im Rock- und Metal-Bereich. Das Musikdesign-Studium bereichert meine eigene Arbeit durch neue Gedankenanstöße, wie ich Probleme, die bei meinen Produktionen auftreten, lösen kann. Für das Studium komponiere ich derzeit eine Übung, die auf Partialtönen, also den Grundelementen eines jeden Klangs, basiert. Ich habe mich dafür entschieden, mit Glockensounds zu arbeiten, da diese sehr obertonreich sind und ein interessantes, nämlich inharmonisches Spektrum haben. Wie ich das mache, zeige ich jetzt. Die meisten natürlich erzeugten Klänge haben harmonische Obertonspektren. Das heißt, die Obertöne sind ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz. Wenn wir zum Beispiel eine Grundfrequenz von 400 Hertz haben, liegen die Obertöne hier bei 800, 1200, 1600 und so weiter Hertz. Im Gegensatz dazu gibt es auch inharmonische Obertonspektren, wie eben bei einer Glocke zum Beispiel. Da kann ein Oberton von 400 Hertz dann eben auch bei 1328,7 Hertz liegen. Es ist trotzdem noch ein Oberton der Grundfrequenz, aber eben ein inharmonischer. Das erste, was ich brauche, um einen glockenartigen Klang in Max herzustellen, ist ein Sinusgenerator. Das ist in Max MSP das Cycle-Tilde-Objekt, welches mir Sinustöne ausgibt. Dieses wird über eine Integer- oder eine Floating-Point-Nummerbox angesteuert, welche die Frequenz definiert. Das heißt, man kann jetzt hier oben die Frequenz eintragen, zum Beispiel 440 Hertz. Und wenn ich das an meinen Output hänge, kommt genau diese Frequenz. Das Problem, das jetzt hier ist, ist, dass das ein Ton ohne Anfang und Ende ist. Um aus dem eben gebauten durchgängigen Sinuston nun einen Ton mit Anfang und Ende zu formen, brauchen wir eine ADSR-Hüllkurve. Diese besteht aus Attack, Decay, Sustain und Release. Das heißt, der Ton, der diese Lautstärke-Hüllkurve durchläuft, wird von aus bis an gefahren, wird wieder etwas leiser und hat dann einen Sustain, der die Hauptlautstärke des Tons definiert. Bis der Ton aufhören soll, abklingen soll und der Release ausgelöst wird, bis der Ton wieder weg ist. Um Platz zu sparen, werde ich diesen ganzen Teil hier einpacken und nenne meinen Subpatcher ADSR. Nun ist hier alles eingepackt, was ich dort brauche. Mit unserem 440 Hertz Ton, den wir gerade eben angelegt haben, würde das Ganze dann so klingen. Das waren jetzt 2 Sekunden, wie diese Box hier definiert. Und der Ton selbst hatte eine Attack von 1 Millisekunde, ein Decay von 500 Millisekunden, eine Sustain-Lautstärke von 0,8, diese bewegt sich im Bereich von 0 bis 1, und ein Release von 500 Millisekunden. Um aus dem eben gebauten Sinuston mit Hüllkurve nun einen glockenartigen Klang zu erzeugen, brauchen wir diesen ganzen Aufbau mehrfach. Das heißt, wir haben hier jetzt wieder unsere Grundfrequenz, die an einen Sinusgenerator geht durch eine Hüllkurve und das mehrfach nebeneinander. Das heißt, wir haben hier den ersten, zweiten, dritten, vierten Teilton und so weiter. Diese Teiltöne haben natürlich alle andere Frequenzen. Ich habe diese Umrechnungen der Grundfrequenz aus einer Tabelle von Jean-Claude Risset, einem französischen Komponisten, der sich intensiv mit dieser Thematik befasst hat. Diese Töne, die aus den Sinusgeneratoren erzeugt werden, durchlaufen verschiedene ADSR-Hüllkurven, die alle verschiedene Dauern haben. Das sind diese Umrechnungen hier, welche danach durch Gain-Tilde-Objekte laufen. Das sind Gain-Anpassungsobjekte, die alle auch auf unterschiedlichen Lautstärken laufen, welche ich auch aus besagter Tabelle von Risset gezogen habe. Und wenn das dann alles so zusammen gespielt wird, klingt das so. Musikdesign ist nicht nur MaxMSP-Programmierung. MaxMSP ist eher als ein Werkzeug zu sehen, das uns Musikdesignern einen breiter gefächerten Umgang mit unseren Ideen ermöglicht, die sich auf herkömmliche Weise, also über eine DAW oder ein Softwareinstrument, sehr viel schwieriger oder sogar unmöglich gestalten würden.